Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind wieder in Schottland. 1298 haben wir es schon. Tja, und Totgesagte leben länger, besonders wenn sie so wahnsinnig aussehen und offenbar das auch sind. Nein, wir müssen konkret sagen, besessen ist sie. Wie Eileen, die alte Königin, 61, besessen und allerdings auch noch krank dabei. Und mit den sonstigen Eigenschaften, die ihr so kennt. Ja, und ihre Besessenheit. Ja, hier ist Beschreibung besessen, dass sie häufig heftige Anfälle bekommt, bei denen sie in Zungen spricht, ausspuckt und Beistehende attackiert. In diesen Phasen ist sie dann wie von bösen Geistern besessen. Das heißt, es sind nur so Phasen, bestimmte Dinge, da wirkt sich das dann besonders aus. Derzeit, tja, derzeit ist sie relativ Hals über Kopf in drei Kriege, muss man sagen, inzwischen verwickelt, weil sie ihren Geliebten, ja, ihrer Schwester, ist es ihre Schwester? Wir gucken kurz mal auf die Familienbeziehung. Ja, einmal ihrer Schwester und auch ihrer Tochter beigesprungen ist. Das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen zur Erinnerung auseinandertüdeln. Also der erste Krieg ist hier einer, den sie führt an der Seite des englischen Königs und damit an der Seite ihrer Schwester, die ja die Frau des englischen Königs ist, die Königin ist, und Wela der Fröhliche, der kastilische König, der auch gleichzeitig König von Portugal und Leon ist, der ist auch mit dabei. Und es geht tatsächlich um eine Provinz, die Grafschaft Evreux, die wir uns hier mal angucken können, die will England haben, ein englischer Lord beansprucht die, und um die geht es hier, und da sieht es auch nicht schlecht aus. Nun ist aber etwas weiteres passiert, nämlich der Kaiser bzw. die Kaiserin, ihre Tochter dort, schauen wir uns das nochmal kurz an. Kaiser ist Berengar und ihre Tochter ist Kaiserin Rose, die übrigens, was ich ganz witzig finde, lesbisch ist. Also der Eileen hat ihre lesbischen Töchter in die beiden Kaiserhäuser verheiratet, denn wir haben nämlich ja auch eine Basilissa hier, Orabilia, und die ist auch lesbisch. Also, beide Merebe-Töchter sind lesbisch und sind Kaiserinnen irgendwo. Naja, sehr perfide. Wie auch immer. Also, hier gibt es einen riesigen Aufstand von Lambert dem Fetten. Und es geht um eine Wahlrechtsänderung oder Nachfolgegesetzänderung. Wahlmonarchie soll eingeführt werden im Reich. Tja, das ist eigentlich eine Sache, die Eileen relativ wenig jucken dürfte und auch vermutlich ihre Tochter, Rose, denn sie wird vermutlich nicht so schnell Kinder bekommen. Also derzeit haben sie auch noch keine Kinder. Tja, naja, gut. Okay, auf jeden Fall ist es eine Grundsatzfrage. Wir sind an der Seite von Rose, aber schaut euch das mal an, was hier für riesige Heerscharen von Rebellen aufgetaucht sind. Was heißt aufgetaucht? Losmarschiert. 15.000, 15.000, 7.000, 6.000. Das ist der reine Wahnsinn. Hier auch nochmal 16.000. Während der Kaiser eindeutig, wie mir scheint, weniger Truppen hier zur Verfügung hat. Also das könnte eine richtig blutige, harte Auseinandersetzung werden hier im Reich. Und dann gibt es noch einen dritten Krieg, den offenbar der König von Aquitanien, der hat die Situation ausgenutzt und hat den Kaiser ebenfalls angegriffen, denn er möchte für den Grafen von Toulouse das Fürstbistum von Vivarais erobern. Das ist dieser dritte Krieg, in den wir verstrickt sind. Tja, tja, und Eileen, ich meinte, wir werden es hier nicht übertreiben, wir werden jetzt nicht sämtliche Truppen, die Schottland zur Verfügung hat, hier aufstellen, aber mit einem doch respektablen Herr ist sie hier unterwegs. Immerhin mit fast 8000 Mann steht sie hier erstmal an der Seite von England und vielleicht greift sie auch noch an der Seite des Kaisers ein. Sie ist stolz und besessen genug, dass sie sich da nicht von abbringen lassen wird. Soweit erstmal dazu. Wir müssen ein bisschen noch was am Rad drehen. Wir haben einen Hofspitzel zu besetzen. Und hier bietet sich ja einer förmlich an, ein sehr talentierter Mann, nämlich unser Schwiegersohn Alan von Wise. Der ist insofern wirklich eine interessante Partie, werde ich erinnern, das war unser matrilineare Heirat dort, unserer Tochter,
Und zwar geht es da um das Herzogtum Lancaster, was dann vielleicht mal irgendwann in die Hände der Murrays fallen würde. Wie auch immer, Alan werden wir zu unserem Hofspitzel machen. Und wir werden intrigieren hier in Ossory. Da ist, glaube ich, unser größter Widersacher, nämlich Herzog Kentigern von Lancaster. Der ist wirklich, der fühlt sich als mächtiger Vasall, ist nicht berücksichtigt und hat eine ziemlich schlechte Meinung von uns. Soweit so. Dann können wir auch noch Befehlshaber, halt hier haben wir das, Befehlshaber benennen. Oder einen, glaube ich, genau hier. So, der hat nur persönliche Kampffähigkeit. Ich glaube, wir nehmen hier Herzog Thomas von den Westhebriden. Der ist uns auch sehr wohlgesonnen. Ein religiöser Hardliner, zölibatär lebend, aber ein sehr talentierter Anführer. Okay. Der wird direkt zu den Befehlshabern gegeben. Und ich glaube, wir können ihm hier auch schon das Kommando für eine Flanke geben. Jurik nehmen wir da direkt mal raus. Und Thomas soll es werden. Soweit, so gut. So, und dann habe ich gesehen, wir könnten, wir haben, im Moment sind wir auch unter dem Domänenlimit. Und ich denke, es passt zu einer stolzen Königin, die möglicherweise auch noch in verschiedenen Dingen besessen ist, dass wir die Zentralisierung erhöhen, sodass wir zumindest eine höhere Domänengröße haben können. Ich denke, das passt ganz gut. Und wir hatten gesehen, ein Großteil unserer Ratsmitglieder sind auch für diese Aktion. Alles klar. Ich hoffe, das wird dann entsprechendes ergeben. Ja, dann stellt sich immer noch eine Frage, das wurde auch noch mal thematisiert, ob ich nicht auch immer mal bauen sollte. Da bin ich so ein bisschen unentschieden. Ich mache es jetzt mal ein bisschen, aber mich würde da eure Meinung interessieren. Jetzt rollenspielerisch gesehen. Also ich meinte so von ihren eigenen Fähigkeiten her gesehen, was jetzt hier Administration und Verwaltung, keine Ahnung, Staatsverwaltung betrifft, ist sie natürlich unfähig. Sie ist langsam und so weiter. Aber sie hat natürlich ihre Ratsmitglieder jetzt. Will ich allerdings dieses rollenspielerische Prinzip auch nicht zu sehr aufweichen. Man könnte sich aber trotzdem sagen, okay, dieser Ausbau von Gebäuden, das ist so Standardsache, damit beschäftigt sich eigentlich ein normaler König sowieso nicht. Insofern läuft das nebenbei so weiter. So würde ich das vielleicht handhaben. Wir bauen insofern jetzt einfach mal hier aus. Wenn ihr das anders seht, meldet euch ruhig mal und schreibt mir eure Argumente. Ich mache jetzt erstmal das, was am schnellsten geht, wo wir am meisten Nachholbedarf sozusagen haben, in unseren eigenen Kronendomänen. Hier machen wir die Burgmauern. Überall, genau, was bringt das eigentlich? Aufgebotsgröße, Steuereinnahmen, Festungsstärke. Das ist doch völlig in Ordnung. So. Okay, das kostet jetzt auch erstmal nicht so viel. Gut, dann denke ich, werden wir hier mal munter weitermachen. Achso, ja, genau. Oh, was haben wir hier noch? Ein Kind von uns hat keinen Kindheitsfokus, aber das, was ist denn das für ein Kind? Das ist unser Enkel, über den wir bestimmen müssen. Der hat schon die Lungenpest. Das ist, das ist der Sohn von, oh, alles klar, haben die, oh Gott sei Dank, die haben mehrere Kinder. Ich bin froh, weil ein wachsenden Sohn sollten die doch durchbringen, wenn diese Geschichte mit Lancaster irgendwie vielleicht mal klappen sollte. Tja, mischt sie sich da ein in diese Sache? Ich weiß nicht. Ich denke, entweder wieder Stolz oder auch Glaube könnte, glaube ich, in ihrem Sinne sein. Ich weiß gar nicht, was haben wir bei den anderen gewählt? Gucken wir uns das kurz nochmal an. Nee. Jetzt bin ich hier völlig von ab. So, gucken wir nochmal hier zur Mutter. Was hatten wir denn bei Berfern gewählt? Da hatten wir Glaube gewählt. Ach, wisst ihr was? Dann nehmen wir bei dem mal Stolz. Gut. So. Jetzt haben wir einen kleinen Sieg erstritten. Hier, wir werden jetzt einfach hier sehr vorsichtig versuchen, die gegnerischen Armeen auszuheben. Kommen wir hier noch rechtzeitig hin? 26. 22. Nee. Dann nehmen wir uns erstmal jetzt diese kleinen Armeen vor.
Wir nehmen jetzt sehr selektiv hier unsere Rolle als Kriegsteilnehmer wahr. So, das war's schon mit Andrew. Er ist an Pneumonie gestorben. Okay, hier gibt es erste Zustimmung, der nächste Sieg. Ja, das ist auch nur eine Formalie da, ganz klar. Oh, und Orabilia stirbt. Na, das ist ja eine Überraschung. Unsere Basilissa. Oh Mann. Allerdings hat sie ihrem Mann einen Sohn geboren, das muss man sagen. Den potenziellen Nachfolger Andreas. Der kommende Basileus. Aber das ist, glaube ich, das erste Kind, was jetzt gestorben ist. Die älteste Tochter. Oh Mann, sie überlebt ihre Kinder. Wer weiß, wie alt sie noch werden wird. So, wagen wir uns hier runter. Ich denke, ja, wir könnten jetzt mal hier nach Urusch gehen. Und dann vielleicht so eine Runde machen. Oder nein, wir gehen vielleicht erstmal hier hin. Zu diesen 341. Okay, niedrige Zentralisierung ist jetzt beschlossen. Sehr schön, wir sind wieder im Domain-Limit, was ganz gut ist. Und eine Fraktion wurde aufgelöst. Ein Sieg gegen einen. Einzigen Krieger. So, und hier wird tatsächlich sogar unsere Bretagne hier angegriffen. Na, da sind wir genau richtig, um das zu verteidigen. Und den nächsten Gefangenen, Lazarus Kaukadenos. Ist das ein Mann? Ja, sah so ein bisschen feminin aus. Perfekt. So, dann werden wir jetzt hier durchziehen und versuchen, die Gegner hier zu erwischen. Der nächste Sieg ist unser. Na, sie wollen uns hier entfliehen. 4. Februar, mal gucken, ob es klappt. Nee, hat nicht geklappt. Wir ziehen hier mal weiter. Ah, unerhört. Sie hauen hier immer ab. Also gegen Aquitanien sollte das eine Leichtigkeit sein, die Sache zu einem Ende zu bekommen. Und wir haben durchaus unseren Anteil daran. 4. März in Orléans. Wir sind am 6. dort und am 9. dort. Na gut, dann nehmen wir hier an dieser Schlacht von Orléans vielleicht teil. Aber irgendwie findet die nicht statt. Ach so, Orléans ist ja auch da. Na toll. Es ist ein bisschen verwirrend, diese Karte. So, wo reitet er denn jetzt hin? Nach Bourges. Wieder zurück. Was für ein Hin und Her. 14. März. 21. Vielleicht können wir ihn da abfangen. Ja, es kommt zur Schlacht in Orléans. Immerhin. Immerhin eine größere Gegnereinheit, die wir jetzt ausnehmen. Bekämpfen. Und unsere... Ja, unsere Kommandanten kämpfen ziemlich gut, wie ich finde. Auf jeden Fall ein Sieg. Lass mal kurz gucken. Ich habe das gar nicht als Pausierung. Doch eigentlich schon, aber er pausierte nicht. Warum eigentlich? Naja, wie auch immer, wir haben hervorragend gewonnen. 86% Kriegsstand ist es. Und sie ziehen nach Auxerre und wir hinterher. So. Okay. Oh, und sie ist schon wieder genesen. Also sie wird vermutlich, keine Ahnung, wird sie vielleicht die älteste unserer Königin, wer weiß das schon, oder unser König überhaupt. Irgendwo habe ich mir notiert, wer der Rekordhalter ist. Ich habe es aber schon wieder vergessen. So. Oh ja, eine Verschwörung. Aber das interessiert uns jetzt weniger. Wie, was, wo? Niederlage. Hallo? Was ist hier passiert? Es gibt einen weiteren Sohn von Alan und Murren. Hier ist Stichwort Lancaster, Orley. Aber was ist denn hier los? Wieso haben wir eine Niederlage, wenn wir 5 Leute verloren haben? Das verstehe ich nicht ganz. Vermutlich ist das eine fehlerhafte Anzeige. Oh Gott, was kommt denn hier?
17.000 Mann. Uiuiui. Jetzt hat der aquitanische König aber wirklich alle seine Mannen zusammengetan. Und wir können nur hoffen, dass die 100% erreicht werden, bevor er dort eingreift. Wir tun unseren Anteil, das muss man schon mal sagen. 94% ist das und wir haben davon immerhin 24% beigetragen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht in die Mühlen geraten. Ich glaube, die Kommandanten sind auch hochgradig unzufrieden, dass sie überhaupt an diesem Krieg jetzt beteiligt sind. Sie halten den für ziemlich sinnlos. Aber gut, Befehl ist nun mal Befehl. Und wenn diese Königin befiehlt, dann wird das auch so getan. Und jetzt wird es hier aber mächtig gewaltig hier mit den 17.000. Ich meinte, hier sind auch 17.000. Wenn die jetzt in die Schlacht gehen würden, dann würde das schon hinhauen. Bleiben wir einen Augenblick stehen und warten ab. Wo zieht er denn jetzt hin? Nach Auxerre? Okay. Dann werden wir uns jetzt um diese 300 dort kümmern und hoffen, dass wir nicht fertig gemacht werden. Okay, in Dingwall ist eine Baroness gestorben. Und es gibt mal wieder eine neue Fraktion. So, 94%. Er zieht wieder nach Burisch. Wir ziehen mal so ein bisschen wieder weiter weg. Was macht derweil eigentlich der Kaiser? Er hat hier immerhin 22.000 Mann jetzt hier schon zusammen. Und wenn er klug ist, dann... Oh, hier 25.000 geht. Dann kann er die nacheinander vielleicht erledigen. Mal sehen, ob er klug ist. Wer weiß das schon. So, wie gehen wir jetzt hier weiter vor? Oh Gott, der hat sich jetzt... Ich hatte schon das Gefühl, dass er sich jetzt auf uns kapriziert hat. Nein, er zieht jetzt südlich ab. Wieso das denn? Hat er das Ganze aufgegeben? Das ist mir ein bisschen unverständlich. Lohnt es sich überhaupt noch, hier Schlachten zu schlagen? Oder sollten wir vielleicht ebenfalls belagern? Ich denke mal, die paar... Diese Schlacht werden wir hier noch schlagen. Was haben wir hier? Ein weiterer Befehlshaber ist zu besetzen. Okay. So, es bleibt aber bei 94%. Es muss in der Tat jetzt mal... es muss in der Tat jetzt mal ein bisschen weiter belagert werden. Wo werden... Ich denke, wir ziehen uns mal nach Rom zurück und werden dort mal... belagern. Sind irgendwelche Feinde im Mutterland? Nein, sind sie nicht. Kurzer Blick aufs Reich. Hier sehe ich, wo ist die große Reichsarmee hin? Ist die etwa geschlagen? Ich kann sie gerade nicht sehen. 25.000 waren das. Das wird eine ziemlich heiße Nummer. Wobei Kriegsstand 22% für den Kaiser. Es steht. Merkwürdig. So. Es wird aber definitiv nicht pausiert. Wirklich merkwürdig. Obwohl ich das hier eingeschaltet habe. Und wir sind es ja auch. Vielleicht gilt das nicht, weil wir nicht an der Spitze der Armee stehen. Ich weiß es nicht. Vermutlich. Aber eigentlich müsste das für alle unsere Armeen gelten. Nee, es wird auch nicht pausiert. So. Okay. Was ist hier los? Zu lange hat die Krone die politischen Rechte unserer Vasallen eingeschränkt. Die Zeit ist gekommen, dem Rat mehr Macht zu verleihen. Und er werft euch diese Forderung in Frieden. Oha. Wer spricht hier? Thomas? Thomas? Das kann doch nicht wahr sein. Mit dem haben wir doch beste Beziehung. Dieser... zölibatäre religiöse Eiferer. Hinterlistig. Ja, das passt zu ihm. Der meldet sich jetzt hier. Und er werft euch dieser Forderung in Frieden oder ihr werdet die Konsequenzen tragen. Seid versichert, dass ich Gleichgesinnte um mich geschart habe, die gleichermaßen zornig sind. So. Was ist denn Einführung?
Entspannungskomitee. Was ist denn das für ein Gesetz? Ach so, das meint einfach nur... Ah ja, ja, alles klar. Das ist der Rat. Das ist das Verbannungskomitee. Alles klar. Der Rat entscheidet dann auch über Verbannung. Das wäre an sich jetzt nichts Dramatisches, aber ich glaube, die stolze Aileen würde sich das nicht gefallen lassen. Wir lassen uns nicht erpressen. Und dabei sind Westhebriden, Munster und Langster. Das sind die Redelsführer. So, wir lassen uns nicht erpressen. Nein, auf keinen Fall. Und, wie reagieren Sie? Eine schottische Revolte beginnt. Okay, ich glaube, wir müssen nach Hause segeln. Aber nicht mehr in dieser Folge. Oh mein Gott, die besessene Aileen. Was macht die bloß mit dem sonst so friedlichen und wohlgeordneten Schottland? Wird sie das überstehen? Oder wird Schottland weiter zerfallen? Sind die Morebis, haben die Morebis den Zenit ihrer Macht überschritten? Wir werden es erfahren. Bis zum nächsten Mal. Euer Steinwallen.